Froschi, grüß dich draußen. Willkommen zu einer kleinen Folge SkyPP auf meinem Server Luke.yt. Mit dabei der Marci. Hi. Ja, wir zocken mal ein kleines Ründchen. Ich möchte das Video heute noch hochladen, da der Server heute released um 19 Uhr. Also würde es mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und euch den Server mal anguckt und gegebenenfalls auch drauf spielt. Wäre auf jeden Fall ziemlich lustig und ziemlich cool. Und dieses scheiß Knockback-Schwert, ne? Das ist. es ist nervig. Dass du das spielst. Geil, nein, das ist absolut nervig. Ich meine, es ist cool, wenn du andere Leute am Rand runterschlagen willst, aber ja, sonst nein. Dann mach ich jetzt so. Hast du ernsthaft alle extra Herzen gekauft? Hä, was ist das? Ah ja. Ja, ich bin Beta-Tester, ja, ich muss das ja auch testen. Ja, klar. Ja, die sind ja später eh weg. Also, Leute, wie gesagt, heute 19 Uhr Release, schaut vorbei und danke für den krassen Support bei dem Feature-Video und bei der Verlosung. Haben echt zahlreiche Leute mitgemacht, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr relativ gehypt seid oder dass ihr generell gehypt seid, freut mich einfach ganz doll. Wir haben lang daran gearbeitet, danke nochmal an das ganze Team, was daran gearbeitet hat und heute ist es endlich soweit, dass wir releasen können. Und nochmal bezüglich der Eröffnungsphase, man kann sich nur als Supporter bewerben oder halt dementsprechend, wenn ihr coden könnt, kommt auch gerne mal vorbei. Suchen wir bestimmt immer Leute, oder wir suchen immer Leute. Aber man kann sich nur als Supporter bewerben, damit ihr da Bescheid wisst. Die Bewerbungsphase startet jetzt nach dem Release in ein paar Tagen bestimmt. Da kann ich euch leider noch kein genaues Datum nennen. Da erfahrt ihr dann auf jeden Fall, wann das losgeht, egal ob Video oder ob Ingame. Also schön aktiv bleiben, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall. So, auf jeden Fall nochmal dieses kleine Video heute, damit ich nochmal ankündigen kann, dass es heute endlich soweit ist. Und natürlich gibt es auch ein Starter-Event, ein Eröffnungsevent und natürlich auch eine kleine Rangverlosung auf jeden Fall. Also kommt drauf, die Leute, die bei der Rangverlosung teilgenommen haben. Heute Abend wird das Ganze dann aufgelöst. Ihr werdet dann eine Antwort auf euren Kommentar erhalten von mir, ob ihr gewonnen habt oder ja, nicht. Okay. Nur die gewonnen haben, bekommen eine Antwort, also dementsprechend. Nehmt gerne noch teil. Würde mich freuen, wenn ihr das letzte Video anschauen möchtet oder anschauen wollt. Und ja, lasst auch hier gerne ein Like da. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ein Bogen einigermaßen schießt, ja. Also nicht wundern, Leute, nochmal rechts, dass es da verbuggt ist mit 1., 2., 3., 5. und so. Das muss sich alles aktualisieren, weil die haben ja noch alle 0 Punkte, deswegen ist es da noch etwas verbuggt, aber wenn da alle Leute, beziehungsweise halt die 10 Leute mal Punkte haben, dann ist das auf jeden Fall normal, damit ihr da nochmal Bescheid wisst. Die beim Beta-Test waren, ja, die Daten werden auch zurückgesetzt heute zum Release und wir haben jetzt schon 12:40 Uhr, aber keine Sorge, es wird so sein. Und nochmal als kleine Info, das haben viele nicht verstanden, ihr könnt erst in den Chat schreiben, wenn ihr einmal für den Server gewotet habt, also macht das dann, spart euren Vote auf. Und es muss nur einmal sein, es geht einfach darum, um der Werbung entgegenzuwirken und natürlich auch dem Botting, was dann selbsterklärend ist, dass die dann Werbung machen, dass das entgegenwirkt. Und auf jeden Fall unterstützt uns das natürlich auch. Keine Frage, und man bekommt natürlich auch kleine, feine Belohnungen, aber die auch ziemlich geil sind. Und yes. So. Leider kann Marci nicht dabei sein. Das ärgert mich. Leider, ja. Wenn dann erst so gegen Abend, so ab 22 Uhr, 23 Uhr, sowas. Also seid alle noch später da, Leute, dann kann der Marci vielleicht noch aufnehmen. Ja, sicher. Aber auch danke für das Feedback. Wie gesagt, Wünsche, Anregungen gerne in die Kommentare, Kritik und feiert auch anscheinend echt die Map. Das finde ich mega gut, die gefällt mir auch persönlich mega doll. Die ist einfach richtig geil geworden. Nach was die einen Bilder gebaut hat, ist die einfach geisteskrank geworden. Ja. So. Da ist mein Bow-M gerade auf jeden Fall auch on fleek gewesen. Das finde ich sehr, sehr toll. Und kämpfe auf jeden Fall noch gegen den lieben Marci. Und dann melde ich mich gleich nochmal kurz zu Wort. Let you go, I need you back now.
So Leute, viele Leute haben auch nicht verstanden, wie das jetzt eigentlich mit den Kits abläuft. Wie bereits gesagt, wenn ihr den Ultimate-Rang habt, könnt ihr nur das Ultimate-Kit nehmen. Jeder Rang hat dasselbe Kit, nur es sind andere Abklingzeiten, sprich Spieler jetzt so, es ist nur gerade eine Zahl im Kopf, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die genau ist. Spieler 24 Stunden, Ultimate 12, halt damit ihr so ein Beispiel habt, dass ihr das versteht. Und auch noch andere Opferzahl und unterschiedliche Coins bei den Kids, also damit ihr da Bescheid wisst. Und es gibt 3 extra Herzen. Die Ender-Chest-Seiten wurden vom Preis nochmal angepasst, also runtergesetzt. 1000 Coins waren definitiv zu teuer. Und ansonsten, die Ränge kosten 10, 20 und 30 Euro. Wir haben bei Ultimate nochmal einen richtig krassen Befehl hinzugefügt, der dann auch den Preis dementsprechend gut macht, also dass es fair ist. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ja, moin. Und ich würde den Master jetzt am liebsten echt mal gern töten. Ansonsten muss gleich das Schärfe 50 Schwert her. Ja, schon wieder, Alter. Ich weg. Weil ich gleich viel Rüstungen und gleich viele Sachen wie er hab, gewinne ich gegen ihn, ne? Leute, das müsst ihr wissen. Ja, das Knockback Schwert ist so, das ist so nervig. Ist geil. Ich hab nur noch diese eine Rüstung, die ich gerade anhabe, ne? Ja, meinst du dich nett? Ja. Wie viel hat dein Helm noch? 1%. Echt jetzt? Ich meine, hat auch nur noch 2-3%, also. Du rennst jetzt nicht weg, ich töte dich sonst mit Slash Kill oder so, ist mir scheißegal. Ah ja. Leute, also zockt auch gerne aktiv im PvP oder Skyblock. Vielleicht machen wir es mal so, wer das höchste IS-Level hat oder so, kriegt einen kleinen Rang oder so. Oder mal. Oder wer die meisten Kills hat, wie auch immer. Ja. Und GG ja. Amasi. Da bin ich tatsächlich gestorben. Und man sieht, ja, die Enderperlen bangen nicht durch. Ja, lass ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Bis heute Abend. Und tschö.